Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von mir. Ja, wir reagieren heute auf das neueste Video von Sofodorf, wie auch immer, ja, dieser Kanal heißt. 7 Girls Blind Daten nach Outfit mit Riton, ja. Da das letzte Video mit dem Halal Dating so gut ankam, ja, geben wir uns als nächstes dieses Video hier, also let's go. Habt ihr irgendeinen Fetisch? Und wenn ja, was für einen? Also 3 habe ich schon gesagt und dann noch eine Sache, wenn so jemand von der Seite zuguckt, wie ich das mit einem anderen mache. Boah, Chat, wallah, jetzt weiß ich, was ihr mit Cringe meint. Das ist Riton und er blinddatet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen... Nicht mehr 4 Frauen, ab sofort 7 Frauen. Eisnire 92 abonniert, vielen Dank, ich küsse dein Herz, danke sehr. 7 Mädels, jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Was geht ab, Leute? Ich bin Riton, 22 Jahre alt und bin hier, um meine große Liebe zu finden. Oh. Was suchst du genau? Ich suche einfach jemanden, der mich versteht. Ha, kennt ihr das, was die Rechte gerade, dieses eine, das war so ein Meme. Ha, wie ging das nochmal auf TikTok? Das war irgendein Clip, so ein Meme. Sehr gut, heute finden wir die. Oh, Bruder. Genau, dieses, can you give me a hi? Irgendwie so ein, wer weiß da am Ende. Nur TikTok sucht, die wissen das. Bruder, ich weiß jetzt nicht, ob das Nike Air Force sind, ne? Die sehen so zerballert aus, Digga, dass man das gar nicht mehr erkennt. Aber walla billa, diese Mädels, das sind circa so 16 bis 18-Jährige, diese mit diesen richtig zerballert, demolierten Nike Air Force, ne? Diese richtig tam dirty Bruder, wo du gar nicht mehr erkennst, dass die weiß sind. Boah, größter Upturn. 3, 2, 1. Nike Air Force sowieso gefühlt wie Einwegsocken, Bruder. Du darfst sie einmal anziehen, dreckig wegschmeißen. 1. Was ist dein erster Eindruck? Sehr verschieden. Von ja, ne? Sneaker zu High Heels zu Turnschuhen. Meistens auch. Wallah, Bilder bei Air Force würde ich sofort sagen, raus, ohne mit ihr geredet zu haben. Wallah, sofort. Das sagt schon an Persönlichkeit genug aus. Auf jeden Fall entspannter. Genau. Wie stehst du zu so offenen. Ist nicht weiße Zehennägel so ein Ding? Ja, also stehen viele drauf so. Ja. Also, ich bin auch ehrlich, also... Ein Moment, Chat. Wollt ihr, dass ich die Kamera mittig lasse oder unten? Ihr könnt entscheiden. Lan? Gepflegte, schöne Füße sind gut. Also ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt davon, sagen wir mal so. Ich würde jetzt erstmal jeden so nach Alter und Namen fragen. Okay, perfekt. Okay. Das ist so sympathisch. Das ist eigentlich voll smart, das hat niemand... Alle unten, okay. Und das ist jetzt so angefangen. Was? Hat noch niemand nach dem Namen und Alter gefragt? Kandidatin Nummer 1. Wie alt bist du und wie heißt du? Ja, boah, Walla Billa, ich wollte gerade sagen, die ist 18. Ich wollte gerade sagen, ja, hi, ich bin die Isabelle, ich bin 18 und ich trage Nike Air Force. Walla, ich wollte sagen 18, da steht das schon unten. Ich bin 18 Jahre alt und heiße Ellie. Ellie. Ich heiße Emily und bin 20. Alter, heute, das Licht ist heute ein bisschen anders. Kann das sein, Leute? Ah, das Licht war nicht gut eingestellt. Dieses, ihr kleinen Hunde, habt ihr deswegen, sag ich, auf dieses Video reagieren? Ihr kleinen Hunde, ja? Boah, ihr seid so eklig, ne? Ihr seid richtige Teufel, wisst ihr das? Boah! Ellie, Emily, Kandidatin 3. Ich heiße... Bruder! Ey, Bruder, wenn der wieder aus dem Ehe kommt, flipp ich aus hier. Emily und bin... Nein. Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen. Ich mach das nicht mehr mit. Ne? Wollt ihr mich verarschen, ihr kleinen... Wallah, Billa, wollt ihr mich verarschen, oder was? Wollt... Ihr seid so eklig, ne? Ihr seid sowas von eklig, ne? Ich wartet ab, was ich mit euch machen werde. Wartet ab. Boah, seid ihr schlimm. Seid ihr schlimm, Alter.
An die, die vor 2 Tagen geschrieben haben, reagier auf jeden Fall auf dieses Video, ne? Warte, wenn ihr das deswegen gemacht habt, ne? Ich hoffe, meine Mutter, Janne, das... Oha, Bruder, alle 3, Janne. Janne, eine, tamam. 2 würde ich auch noch verstehen. Aber alle 3? 18. Also 2 Emilys. Ja. Okay. Hi, ich bin Jen und ich bin 28. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Kein E, kein Nix, kein gar nichts. Jen, check it, Jen. Oh, die Stimme fand ich gut. Oder? Ich heiße N und ich bin 24. Ellie. N, A-N-N, so American, N. N, ja. Ich heiße Sophia und ich bin 24. Okay. Ich heiße Nora und bin 24. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, Nora hat sich im Studio verlaufen. N. N, ja. Ich heiße Sophia und ich bin 24. Okay. Jetzt zugehört. Okay. Ich heiße Nora und bin 24. Da hätte er sagen müssen, hallo, ich heiße Nora, bin 24 und bin etwas irritiert. 24. Wie war der Name? Nora. Nora. Kannst du auf der Basis schon jemanden rausvoten, oder? Also Bruder, bevor ich diese Nike Air Force Schuhe nehme, ich auf jeden Fall, ihr könnt das nicht sehen, diese Shipdoor Baustelle Schuhe, Bruder. Ich weiß gar nicht, was das für Schuhe sind, aber ich würde auf jeden Fall dann eher mit rechts anfangen, Bruder. Nicht nur, weil das einfach Optimus Prime in Person war mit der Stimme, einfach nur wegen den Schuhen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich will noch eine Frage stellen. Schon hart. Wallah, Chat nicht spoilern, ne? Sekian, Stummen wer spoilert. Das ist schon, ja. Ist schon hart. Was ist eurer Meinung nach eure größte Schwäche? Kandidatin 1, was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist es... meine Nike Air Force sauber zu halten. Ich denke mal, sehr offen mit Menschen zu reden. Wie findest also du schüchtern? Ich finde schüchtern interessant. Weil ja, schüchtern ist immer süß. Man kann das nicht so einschätzen, immer, ob sie jetzt in sich eingekehrt ist oder nur cool. Ich glaube, er hat sich versprochen. Ich glaube, da heißt Noah. Ich glaube auch. Schüchtern ist und dann lockerer wird. Mhm. Aber ist jetzt für mich nicht schlimm. Okay, okay. Kandidatin 2, was ist deine Schwäche? Dass ich sehr impulsiv bin und sehr temperamentvoll. Okay. Temper. Okay. Temperament ist gut. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad. Kandidatin 3, was... Wollte ich auch gerade sagen, bis zu einem gewissen Grad, ne? Weil ansonsten alles danach verbrennt man sich. Was ist deine Schwäche? Bei mir ist das komplette Gegenteil von Kandidatin 1. Also ich bin zu offen, also ich erzähle zu vielen Menschen gern zu viel über mich. Am Anfang zu viel von einem zu erzählen ist auch so ein bisschen schlecht. Ja, ich weiß, so, ja. So, du weißt ja nicht, wer die Person ist, wenn du jemanden neu kennenlernst. Ja. Ob das gut ist, dass sie jetzt schon direkt so viel über dich weiß. Also ich würde da immer so langsam Step by Step angehen. Ist ja jetzt nicht so schlimm, dass sie es macht, aber ich würde es persönlich auch nicht machen. Ja, okay. Ich erzähle, glaube ich, wirklich meinen Freunden und alle anderen kriegen nichts mit. Ja, so ist es auch bei mir. Ja. Ich bin ein sehr krasser Bauchgefühlsmensch. Das heißt, ich mache immer alles, was mir gerade gut tut und worauf ich gerade Lust habe, was manchmal schwierig ist, weil manche Dinge müssen auch einfach mit Kopf erledigt werden. Oh, die ist also einfach auf die Kacke hauen. Mhm. Und ich habe jetzt Bock, das zu machen, dann macht sie es. Stimme ist auf jeden Fall interessant. Ist gefährlich. Mhm. Schwierig, okay? Kam, würdest du Nora daten? Wallah, ich würde den anzeigen, den Typen. Also, so klingt er auf jeden Fall. Kandidatin 5? Ja, ich bin zu emotional. Ich kann sehr aggressiv werden. Ich kann sehr viel heulen, aber... Was? Was? Hat die gerade beim China bis Nummer 28 bestellt? Aber heiße mit Kreis! Bruder, was hat dir das für eine Bestellung aufgegeben? Ich komme auch sehr schnell runter. Bisschen Dialekt, ja. Ja, ich komm also... Bruder, bin ich gerade eine Thai-Massage oder wo bin ich hier, Bruder? Hallo? 30 Minuten, 30 Euro? Trainer, aber ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Deutschland. Ah, verstehe, tamam. Ey, aber für 2 Jahre unnormal voll gutes gut, Deutsch. Ja. Richtig gut. Ja. Findest du so Dialekt cute oder? Ich finde Dialekt süß. Ja, oder? Ja, ich hab's auch direkt rausgehört und hätte schon direkt gefragt, jetzt hätte sie es nicht gesagt. Ich finde süß und vor allem 2 Jahre, das ja, sie muss auf jeden Fall intelligent sein, sag ich mal, um ja. So schnell... Dieses Video wird auf jeden Fall ehrenlos. Sprache zu können. Voll. Kandidatin 6. Meine größte Schwäche ist, dass meine Fußnägel nicht weiß lackiert sind. Flach. Ach, das ist also ihre... Okay. Du kriegst hier so richtig schnell so einen Ruf-Fact. Das ist Rito und Erdenfußfetisch. Ja, ich wurde einfach schon abgestempelt. So. Okay, also sind deine Fußnägel auf jeden Fall nicht weiß lackiert? Nee, sind gerade nicht weiß lackiert. Kannst ja noch machen.
Das ist ja, also da kann man ja dran arbeiten, so, ja, falls es in Erwägung gezogen wird, aber okay. Würdest du sie weiß lackieren? Für den richtigen Mann, ja. Muss nur der, okay, richtige Mann sein. Genau. Kandidatin 7, was ist deine Schwäche? Ich würde sagen, meine größte Schwäche ist es, dass ich ganz stark FOMO habe. Also wenn meine Freunde irgendwie sagen, okay, wir gehen da und dahin, 17 Uhr, dann bin ich 16.50 Uhr da. Außer heute, da war ich zu spät, aber das muss ja keiner wissen. Ich wollte gerade sagen, irgendwer war heute hier auf jeden Fall zu spät. Ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Nee, es war jemand anders. Hast du so, bist du so viel unterwegs? Ah, ich hasse, also wirklich, ich bin der aggressivste Typ, wenn ich zu einem Kollegen fahre und der zum Beispiel sagt, ja, ich bin schon draußen und warte. Dann fahre ich vor die Haustür, keine Kollegin in Sicht und dann warte ich noch 20 Minuten und ich bin extra noch zu spät ein bisschen losgefahren, weil ich weiß, der kommt zu spät raus und dann extra noch draußen waren. Also ich hasse, ja, Menschen, die zu spät kommen. Ich mag das gar nicht. Auch. Ich bin auch mal jetzt okay. Aber ja, okay. Basierend auf diesen Antworten. Also ich sag jetzt extra nichts mehr zu ganz rechts, weil der Typ offensichtlich, der Typ, Bruder, seine größte Schwäche sollte auf jeden Fall eher was anderes sein, ne? Ist klar, dass das ein Typ ist. Ist irgendein, ist auf jeden Fall irgendein, ich sag jetzt nichts Falsches. Kann auch sein am Ende, dass da irgendwas anderes rauskommt. Ich bin gespannt, aber weg, Bruder, weg, 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 weg. Musst du jetzt einen rauswerfen. Krass. Wen? Ja, ich glaube nicht, dass Riton auf Optimus Prime steht. Oder auf Bumblebee. Wählen wir raus. Ihr seid alle lieb und ich würde, glaube ich, sagen, die Vorletzte, die gesagt hat... Was? Was? Okay. Dass ihre Schwäche ist, dass sie keine weiß lackierten Fußnägel hat. Nicht, weil sie keine weiß lackierten Fußnägel hat, sondern weil ich weiß... Boah, der passt auf jeden Fall richtig auf. Der will nicht gecancelt werden, dass er direkt einen Typen rausschmeißt. Es gibt bestimmt viel tiefsinnigere Schwächen an einer Person. Fandst du ein bisschen banal? Ich fand's ein bisschen banal. Bisschen langweilig. Genau. Ja. Boah, ich hoffe, dass sie richtig Maximum aussieht, damit er sich jetzt so denkt, so, damit er so bereut. Okay. Kandidatin 6, du kannst hervorkommen. Jetzt neu. Bear with me Blurring Tint Foundation von NYX Professional Makeup. Poren blurred. Pigmentstörung. Hallo. Hi. Wie geht's? Hi. Ganz gut. Aber... Ja, Walla, warum haben sie sich jetzt umarmt? Ein Kind euch hätte 2 Jahren oder was gerade passiert, Walla? Die wurde rausgewählt, die umarmen sich. Ja, ist gut. Danke für die Wasser, danke für. Dankeschön. Ah, hi, alles klar. Hi. Soll ich jetzt auch jeden Zeit umarmen oder was immer noch im Alter? Soll ich dem nicht mehr Kellner umarmen oder was? Ja, ich hätte gerne eine Stelle. Danke sehr. Ey, ich wollte schon mal umarmen. Dankeschön, bester Mann, danke. Walla, wozu umarmt man sich, hä? Es wird. Wenn man jetzt die Schuhe betrachtet und das Teil passt, ne? Ja, passt. Was Dankeschön. Oben alles ist, sieht ja gut aus. Es vibet ja doch irgendwie so mit den braunen und grünen. War das jetzt dieses Dings mit Nummer 28? Hands in Metal Eyes? Passt. Nice. Ja, naja. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. War schön. Vielleicht findest du ja die dir eine. Hoffentlich. Sehen die gut aus? Ja, ja, auf jeden Fall. Sind ja alle super. Nice. Ja, dann setz dich rüber aufs Sofa. Tschüss. Taifu, Dankeschön für deinen Sub. Ich küsse dein Herz, mein Lieber. Vielen Dank. Ach, die war ja sympathisch. Abonniert mit Amazon Prime. Vielen Dank. Mit Optimus Prime. War sehr sympathisch. Nächste Runde. Die eine oder den einen? Nächste Runde, let's go. Bist du bereit? Ach so. 3, 2, 1, tada! Okay, das ist auch krass unterschiedlich. Welches Auto? Ich hoffe, meine Mutter ganz rechts, wenn das nicht ein Typ ist, ne? Bruder, der hat Cristiano dos Santos Avero Ronaldo Beine. Ey, Bruder, was sind das für... Der hat Gareth Bale Beine, Lan. Walla, wenn der nicht früher, keine Ahnung, Alter, Footballspieler, Bruder, was ist das für Beine, Lan? Alter. Mit Stich gehst du direkt an? Mit den Stiefeln? Ja, wusste ich. Gefällt mir unnormal. Ja, mir auch. Sieht sehr gut aus. Nicht gut. Aber mit den hohen Schuhen hier auch, die freien, also die offenen hohen Schuhen, gefällt mir auch sehr, das blaue Kleid. Okay, du findest so girly girls besser. Das hier gerade gefällt mir. Mhm. Aber ich mag auch immer noch die Nummer 2 sehr. Okay. Also... Wenn ich jetzt bewerten müsste, sage ich euch so, wie es ist, was gerade für mich am coolsten aussieht. Also nein, nein, nein. Hier ist es sehr gleich. Blaue Jeanshose, ja, kann man nicht bewerten. Ich finde schwarz-weiß sieht eigentlich fresh aus, so der Kontrast. Ja, ist jetzt schwierig, da so irgendwas zu sagen. Mit den Jeans. Hast du eine Frage? Ich habe eine komische Frage. Ich bin ein sehr, wie soll man sagen, leidenschaftlicher Wassertrinker, stilles Wasser. Und ich wollte einmal fragen, welches Wasser trinkt ihr? Das sagt sehr viel aus über einen Menschen, finde ich. Okay, das ist wichtig. So.
Naja, man sollte nicht eher die. Man sollte jetzt nicht. Also, man sollte nicht fragen, ey, welches Wasser trinkst du, sondern wie viel Wasser trinkst du? Was trinkst du sonst so gerne? Ne? Trinkst du viel Eis, Zucker, Cola und so weiter? Einmal Nummer eins, welches Wasser trinkst du? Ich habe zu Hause dieses SodaStream, wo man das so selbst Sprudel reinmachen kann. Okay. Wo man so selbst Sprudel reinmachen kann? Und das schmeckt unnormal gut. Weil wir stellen das immer in den Kühlschrank und das ist wirklich das beste Wasser, was man trinken kann. Das ist la Walla, das ist. Ist das schlimm? Ja, SodaStream ist schon so, ist schon komisch. Was findest du an SodaStream so schlimm? Ich find's nicht schlimm. Ich find's praktisch. Ich hab's zwar selber nicht, aber ich find's praktisch. Aber das erinnert mich irgendwie immer an meine Schulzeit. Immer so die so ein bisschen weirden Leute hatten so SodaStream. Diese Becher, diese Riesendinger. Weißt du, ich habe so einen kleinen Trauma davon. So. Ich trinke aber immer nur Wasser aus der Leitung. Ja? Boah, das ist total eklig. Das ist sehr schädlich. Ich finde das so eine Geldverschwendung irgendwie. Ich trinke kein Wasser aus der Leitung. Ja, deswegen siehst du auch so aus, wie du aussiehst, die Richter. Was? Warum? Spaß, Leute. Nein, ich habe so Kalk und so. So ein ja, Kalk, Malk, alles. Glaub mir, sobald dieses Mädchen einmal ein Rohr aufmachen würde von innen, wo die Leitung, wo das Wasser durchfließt, da würde sie auf jeden Fall. Also, die würde danach auf jeden Fall ihre Meinung ändern. Die wird nie wieder daraus trinken. Es gibt doch einen Wasserfilter. Ich bleib bei meinem gekauften Wasser. Okay, fein. Kandidatin 2. Okay. Welches Wasser trinkst du? Also, ich bin auch leidenschaftliche Wassertrinkerin und ich trinke am liebsten stilles Wasser von Volvic. Cousin. Cousin! Teuer. Ja. Teures Wasser. Das heißt, hohe Ansprüche. Oder viel Geld. Oder viel Geld. Das ist wieder gut. Das ist wieder also. Das ist wieder. Oder nicht viel Geld, sondern man achtet einfach auf seine Gesundheit, trinkt gutes Wasser, sage ich mal, und verzichtet dafür auf andere Dinge wie Alkohol, Kippen und was weiß ich, was für unnötige Sachen man alles. Für was man alles Geld ausgibt, ne? Kann gut arbeiten. Aber Volvic hat immer so die... Saskia Grün. Egal wie oft ich zu Hause bei meinen Eltern Volvic gebracht habe, meine Eltern trinken nur Saskia Grün. Also die kommen davon nicht weg. Es ist wie eine Droge. Ich weiß nicht, was diese Lidl und so, was die da reinmachen, diese Saskia. Aber das macht türkische allgemein ausländische Eltern richtig süchtig, ne? Wirklich. Ja, das waren immer so die Familien, wo die Eltern immer gesagt haben, ach, ist egal. Ist egal, kauft dir ein Wasser. Volvic, ach, nimm Volvic. Schönste Flasche. Kandidatin 3, was nimmst du für Wasser? Also ich trinke immer Ja-Wasser. Und Jackie Cola. Ja. Also auf jeden Fall, wer Ja-Wasser trinkt, den ist nicht zu retten, Bruder. Aldi Wasser und Ja-Wasser, den ist nicht zu retten. Also, das ist eigentlich mein Lieblingswasser. Okay. Also Ja-Wasser ist so Nein. Ja. Ja, das ist, hast du dein Leben im Griff? Nein, geht's dir gut? Das geht Kirkel. Irgendeine Dings, da gibt's mehrere, dieses Löhrig, Kirkel. Meine Mutter sagt auch immer, Olum, da muss Kirkel stehen. Nicht diese andere, Wöllich oder so, Kirkel immer. Geht es dir gut? Kandidatin 4, was trinkst du für Wasser? Ich bin tatsächlich auch Team Volvic. Kandidatin 5, was trinkst du? Ja, ich muss dich enttäuschen, ich trinke tatsächlich Leitungswasser, aber ich habe auch diesen Wasserfilter zu Hause. Wasserfilter, okay. Sie hat aber auch einen Akzent ein bisschen, ne? Das ist die gleiche. Ich bin immer noch ich, die M aus der Ukraine, die ist das. Ukraine. Wer war das jetzt? Ach so, stimmt. Ja, die ist ja der Ukraine. Okay, Kandidatin 6, welches Wasser trinkst du? Also, ich trinke nur Malzbier. So, ich muss mit Volvic zustimmen, dass es fetzt, aber ich komme ursprünglich aus Bayern und da konnte man das Leitungswasser wirklich trinken. Das stelle ich mir auch irgendwie so gut vor, das Leitungswasser fließt dann irgendwie so durch die Berge und Gletscher. Ja, und dann kommt da irgendwie noch ein Abfluss von der Toilette noch zwischen oder so. Da kann auf jeden Fall einiges mit dabei sein. Er macht auf völlig korrekter Rede und unauffällig, geil nennen. Deswegen, ich bin skeptisch bei Leitungswasser, aber... Wallah, wenn ich da wäre, wo ich die Stimme gehört hätte, ich hätte gesagt raus. Okay, interessant. Sehr interessant. Ja, nicht böse gemeint, aber ich hätte gesagt raus. Okay, aber jetzt viel wichtiger, welches Wasser trinkst du und was ist ein ganz schlimmes Wasser? Ich habe gehofft, dass das jemand sagt, tatsächlich. Ich trinke, also ich bin leidenschaftlicher Saskia-Wassertrinker von Lidl. Das beste Wasser. Und das Wasser, was gar nicht geht, ist für mich dieses Quellbrunnen von Edeka oder was das, wie man das nennt. Was ist denn daran so schlimm? Ich weiß, und ich weiß. Gerolsteiner? Ich weiß nicht. Gerolsteiner trinke ich nicht. Boah, das hat hier einer umgebracht, Alter. Gerolsteiner! Also habe ich, glaube ich, noch nie getrunken. Ein, zwei Mal. Boah, guck mal, ihr Blick, die schockt, die versteht die Welt nicht mehr. Vielleicht, aber. Okay, wessen Antwort fandest du jetzt am schlimmsten? Nummer 3, aber du findest Nummer 3 ist Outfit. Walla, wenn der jetzt nicht ganz rechts raus wird, dann ist der zu politisch. Also dann ist der zu politisch korrekt. Was steht da?
Was ist das für ein Tattoo? Boah, hör auf mit dieser Politik, Alter! Te hasmas. Leke te no amat, te hasmas fuerte. Ja, kann ich jetzt nicht damit anfangen, ne? Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ah, cute. Das ist ein süßer Spruch. Ja, das ist cute. Nummer 1 hat mir nicht so gefallen mit Sodas. Bruder, du bist... Also entweder dieser Typ, ne? Der ist sich selber nicht sicher mit seiner Orientierung. Der braucht da auf jeden Fall sehr, sehr viel Hilfe und Therapie. Nix spoilern. Wer spoilert, wird gemutet. Wurdest du schon mal gekoppt wegen einem Soda-Stream? Nein. Nee, ich auch noch nicht. Naja, einmal ist immer das erste Mal. Aber ich glaube, die ist auch auf jeden Fall zu jung vielleicht für ihn. So. Das erste Mal, ja. Okay, Kandidat. Eigentlich nicht vom Alter her, aber vielleicht so, ne, wegen der Stimme, die ist das. In eins, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo! Hi! Ich hoffe, meine Mutter, wie oft wollen die sich umarmen, da? Ey, hört doch mal auf, ich krieg diese richtige unangenehm, Bruder. Wenn ich so Leute draußen sehe, die sich immer so, hi, diese mehrere Deutsche, weil ich Dings, Uni, hi, hi, geh mir jetzt umlernen, hi, alle umarmen sich, hi. Freu mich. Boah, Bruder, das ist so maximum unangenehm, boah, Bruder! Dass du da warst? Sorry, dass ich dich jetzt wegen deinem Soda-Stream ausgewählt habe. Ja, alles das gut. Tut mir echt leid. Tschüss. Ha. Boah, Bruder. Ich kann das Video nicht mehr gucken, so unangenehm ist das. Da hast du ein Herz gebrochen. Wegen Leitungswasser. Ja, also. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, du hast noch ich hab mal fünf Leute über. Eine Frage. Die Nummer 5, ich weiß nicht, hat eine tiefere Stimme, ne? Nummer 5, kannst du mal erzählen, was du so... Oh! Ach, nein! Der, ja, ich glaube auch Nummer 5 hat eine tiefere Stimme, kann das... Das ist mir bis jetzt ist mir das gar nicht aufgefallen. Boah, krass! Was du in deiner Freizeit machst? Ich bin Content-Creatorin und viel... N. Da war ein N zu viel. Bei Creator. Da war ein N zu viel. Also, na, na, na. Viel unterwegs. Ich nähe. Mehr? Nähe. Mhm. Ah, nähe. Also stabil so. Stabile Stimme. Stabile Stimme, stabiles, wie soll man sagen, so stabile Beine so. so stabil, muskulös. Ich bin eine stabile also, Schwester, kann man sagen. Trainierst du? Nee, ich laufe einfach nur sehr viel. In Bayern gab es keine Busse. Ich hab's gesehen. Du darfst noch eine Frage stellen. Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Was ist das Peinlichste, was euch jemals auf einem Date passiert ist? Oh Gott. Also wirklich, egal wie schlimm die Story ist, ich will sie hören. Ich glaube, dass wir essen waren und er was am Mund hatte, aber es war mir zu unangenehm, ihm das zu sagen. Das ist schlimm. Ich muss auch nicht tun. Und dann hatte er das die ganze Zeit am Mund und ich habe die ganze Zeit drauf geguckt, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, bis der Kellner dann irgendwann kam. Also das finde ich eher nicht schlimm, weil wenn dann in dem Moment der Kellner kommt und sagt, du hast da was, dann wird der Typ sich doch wundern, ey, warum hast du mir nichts gesagt? Ich finde es eher schlimm, wenn die Popelette, der raushängt, das könnte ich nicht sagen, Digga. Ich kann das, also ich fühle das ja, das ist genauso, wie wenn jemand so einen Popel aus der Nase hängt. Ja. Ich könnte niemals sagen, ey, du hast einen Popel in der Nase. Nee, ich auch nicht. Scheiße. Das ist ganz schlimm. Okay, aber guter Punkt. Kandidatin 2, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist auf dem Date? Ich war was essen und der Teller war ein bisschen über den Rand und ich habe geschnitten und da war halt Suppe drin. Und mir ist die komplette heiße Suppe über mein Bein gelaufen und meine kompletten Klamotten waren voller Suppe. Und was habt ihr dann danach gemacht? Also wie hat der Typ reagiert? Ich habe fast angefangen zu weinen, ich habe mich entschuldigt. Oh. Er meint so, ob ich zum Arzt muss oder sowas. Ich meinte, nein, alles gut. Da habe ich mir eine neue bestellt. Und dann sind wir später nach Hause gefahren. Ich habe mich im Badezimmer abgetrocknet. Das ist voll die unangenehme Story, aber auch könnte so voll der Anfang ist eine richtig guten Love Story. So eine richtig gute Love Story sein, genau. Ja, das ist so. Was? Geht's dir gut? Nummer 2? Ja. Naja, gut, das ist eigentlich cute. Ist eine süße Story, aber habt ihr euch danach nochmal gesehen? Nein. Okay. Okay, schade. Hat ihm wohl nicht gefallen. Kandidatin 3, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist beim Date? Aber das Weirdeste, was mal war, dass wir eigentlich einfach gar nicht den gleichen Vibe hatten, auch nicht den gleichen Humor und es war einfach nur komisch, aber...
Ich glaube, Nummer 3 ist Skateboardfahrerin. Wir haben es so umgedreht, dass wir einfach darüber geredet haben, wie komisch es ist, und haben dann trotzdem noch ein Stündchen Zeit verbracht und fanden es einfach lustig. Ich glaube, die hat so rote Haare und diese Lippenpiercing. Die haben also Zeit verbracht, weil es komisch war, ja, um darüber zu reden, wie komisch es eigentlich ist. Ja, und dann hat man eine Connection und findet es wieder lustig. Also einfach auf entweder arbeitet ihr bei DM oder bei Penny an. Nein, Spaß. Spannend. Sie hat einen Punkt angesprochen, den ich auch sehr wichtig finde. Das unterschreibe ich auch so. Es ist wirklich immer erst was peinlich, wenn man es peinlich, ja, so nämlich peinlich aussehen lässt, beziehungsweise, ja, sich schämt. Weil ich könnte, also wortwörtlich, man kann sich jetzt auch hier einscheißen, ne? Ja. Wenn du drüber lachst und sagst, ja, habe ich wieder eingekackt, ne? Und dann ist, dann ist es nicht peinlich. Ja, stimmt. Also solange du irgendwas cool überspielst und nicht anmerken lässt, dass, ja, es dich gerade irgendwie in eine unangenehme Situation versetzt, dann ist wirklich nichts peinlich eigentlich. Ja, oder einfach ansprechen. Genau. Ja, sehr gut. Kandidatin 4, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ja, bei mir war das auch beim Essen. Das war das erste Date mit dem Typen, wir haben das Essen bekommen und der Typ war nach 2 Sekunden fertig mit seinem Essen. Oh, dann hat er so einfach rüber... Boah, das könnte ich sein. Er guckt zu meinem Essen, ich war so, nee, ich esse weiter. Und er hat, weißt du, es gibt diese Körbe und da ist Brotscheiben drin und alles. Ja. Der hat das alles komplett aufgegessen und dann war ich so halb fertig mit meinem Thunfischsalat. Und Bruder, das war so ein Maximum-Kenneck, der gesagt hat, ich hole diese Date alles raus. Fragt mich so, okay, bist du jetzt fertig? Ich war so, ja, okay. Ja. Und er nimmt direkt meinen Teller zu sich rüber und isst das alles auf. Tschüss, Schlan. Nein, oh der Gott, wie unangenehm. Der hatte mies Hunger. Wie unangenehm. Der wollte das Geld, was wahrscheinlich... Weil der hat gesagt, dass er lädt mich ein und ich glaube, der wollte jetzt einfach... Er wollte es rausholen. Genau. Er wollte, dass sich das Ausgeben auch lohnt, ne? Würdest du beim ersten Date fragen, kann ich das auch noch haben? Nein, niemals. Ich auch nicht, was ich, also, ich würde sogar sagen, so... Also... Schlimm ist es nicht, das ist ja sogar gut, wenn die Frau, sage ich mal, ihr Essen nicht fertig kriegt und du dann als Mann sagst, ey, ich könnte das doch wegputzen, damit es nicht in den Müll muss, ist ja was Gutes. Ist mal. Ja, so. Ist doch auch, ist wir auf, Zeit. Wir haben Zeit und so, aber ich finde... Sanki Khan kennt das Video schon. Wallah, billah, ich habe das Video nicht einmal gesehen. Woher soll ich das kennen? Niemals sagen, kann ich da jetzt auch noch essen. Vor allem, wenn du es so mampfst. Ja, boah, wie unangenehm. Wie teuer war das Essen? Ich glaube, so insgesamt so 40, 50 Euro. Der wollte auf jeden Fall mindestens 60% wieder im Magen haben. Der hat gedacht, heute habe ich noch nichts gegessen. Jetzt, ja, Rainer, erzähl ruhig, ich bin okay. Chef. Kandidatin Nummer 5. Was ist das Peinlichste, was dir passiert ist? Einmal hat mir ein Kerl eine Ärztin empfohlen und es war am Ende seine Schwester und er saß mit im Raum, während ich zur Ärztin gehen wollte. Was war das für eine Ärztin? Was ist das? Also eine, zu der du wegen privaten Sachen gehst und... Geschlechts-OP! Schnipp, schnapp, das Krokodil, es macht Schnipp, schnapp. Nicht wegen so einer Erkältung, deswegen war das umso unangenehmer. Sagen wir, ich körperlich oder geistig? Körperlich, ja, ja. Also, ja, körperlich. Ich habe einfach am Ende gesagt, ich habe Magen-Darm als Ausrede, um nicht darüber mit ihr jetzt reden zu müssen, vor ihm, was ich habe. Ja, unangenehm. Was war das für ein Arzt? Intimbereich-Arzt? Ja, Gynäkologe. Boah, Riton, hör auf zu schauspielern, Alter. Gynäkologe. Wie unangenehm. Okay, das ist sehr unangenehm. Gynäkologe? Warte mal, Gynäkologe ist doch... Ja, da unten rum. Au, warte mal. Boah, ist das schlecht. Walla, wie schlecht. Heißt das, wie heißt das? Heißt das allgemein für Männer? Gynäkologe ist, glaube ich, Frauenarzt. Ist Frauenarzt, ne? Der hat sich schon versprochen, indem der gesagt hat, allgemein für Männer. Ja. Okay, basiert auf die... Scripted, so schlecht. Ich glaube auch, dass das fake ist. Ja, ja. Diesen Antworten musst du jetzt eine Person rauswählen. Wer schmeckt dir am wenigsten? Was hat er nochmal Nummer 1 gesagt? Oder spätestens, wenn man jetzt nicht den letzten rausfällt, dann ist das zu 100.000% gescriptet. Was hattest du nochmal gesagt? Das mit dem Mund, also dass er was am Mund hatte. Ah. Stimmt. Oh, aber alle, also es hat niemand was Schlimmes, Schlechtes gesagt. Ja. Ich bin ehrlich. Ja, mit der Kulologo und der bla bla, ja, yeah, ist ja nichts Schlechtes. Ich fand das mit der Art-Story gerade ein bisschen weird. Ja. Komisch, aber witzig. Ja, ja. Ich würde die goldene Mitte nehmen, glaube ich, und die Nummer 3 rauswählen. Auch wenn die Antwort mir so gefallen hat, dann... Mal gucken, ob die rote Haare hat. Weil alle Antworten sind gut. Soll ich euch den Plot-Twist erzählen? Hau raus. Er wollte mich trotzdem am Ende küssen. Weirdo. Was? Der war ganz komisch. Das ist echt, ja, eine komische Story. Das ist echt komisch. Er dachte sich alles oder nix. Okay. Also wenn der jetzt nicht gut aussieht, ne, dann bin ich mal gespannt. Okay. Kandidatin 3, du kannst dann hervorkommen. Hello. Boah, fucken die ab, Alter. Ha! Meine Jüde. Schritt 1. Hallo. Hi, Jen.
Kannst du mir mal die Nummer von diesem Jungen schicken, damit ich hier mal fragen kann, ob der mit zum Optiker muss? Turbe, nein, aber... Bruder! Was umarmt ihr schon wieder? Was soll das? Mit deinen Axi, Digga. Was soll das? Hört auf, euch zu umarmen. Ja, bei dir? Oh. Ach so, kennt ihr? Was? Ja. Ist ja so lustig, Digga. Aber wusstest du das? Ja. Oh, deswegen hast du sie so supportet, ne? Oh, krass, Alter. Das ist wieder ein Prank. Hä, hey, klar. Sie findet mich aber wirklich cool. Ja, sie ist doch cool. Wirklich cool. Eine wirklich sehr coole Geschichte eigentlich, aber komisch, dass er dich küssen wollte noch am Ende. Ja, weird. Ja. Ja, er meinte, wenn es jetzt eh schon weird ist, dann alles oder nichts. Ja, wirklich. Aber cool, danke, dass du da warst. Ja, ja. Danke. Setz dich da hin, chill. Ciao, ciao. Ja, sie ist cool. Da hast du was verpasst, mein Lieber. Oh. Schade. Schade. Tschüss! Walla Billa! Tschüss! Optimus Prime, wie groß ist der Laden? Oha! Oha, mein Herr. Okay, 3, 2, 1. Walla, was ist das für ein Wash? 1. Tada! Was ist dein erster Eindruck? Bruder, was ist das für ein Maximum Wash, Laden? Nummer 4. Was denkst du? Ist stabil. Also. Stabil. Ist stabil, ja. Nummer 1? Nummer 1 gefällt mir. So cowboyig irgendwie. Ja, irgendwas hat sie in der Hand, ne? Das ist ein Mikrofon. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Nummer 2 gefällt mir sehr. Hat anscheinend auch mehrere Tattoos. Ich finde das Tattoo hier so am Dekolleté. Sieht sehr schön aus, finde ich. Und. Absolut Quatsch sieht das aus. Bei Nummer 3. Da sehe ich auch ein Tattoo, was mich gerade sehr schockt. Warte. Bullshit. Ja. Krass. Danke an den Sub von Jumanas. Boah, ich kann den Namen nicht aussprechen. Sorry, aber ich küsse dein Herz. Vielen Dank für deinen Sub. Also, ich weiß echt nicht, warum man sich Bullshit auf seinen Hals tätowiert. Finde ich gar nicht schön. Absolut Quatsch. Ich habe mehrere eigentlich, aber du kannst jetzt nur Bullshit sehen und diesen Fisch mit dem Joint hier. Ja, und den Rest kannst du dann heute Abend gerne sehen, wenn du willst. Ja, am Oberschenkel. Fisch also, mit einem Joint. Fisch mit einem Joint. Mhm. Das heißt, da wird auf jeden Fall ein bisschen... Piebert. Das heißt, ich bin Fische vom Sternzeichen. Wirklich ehrlich, Butter bei die Fische hier. Ich habe noch nie gekifft und auch kein Alkohol getrunken. Ja, auch keinen Schluck Alkohol. Nee. Boah, krass. Also, ich hab, glaube ich, einmal einen Schluck Bier probiert so. Habe ich so im Mund gehabt und dann direkt ausgespuckt. Echt? Anyway, du hast eine Frage für die? Ich habe eine Frage für euch. Wie sieht euer typischer Samstagabend aus? Also es gibt zwei Optionen bei mir. Entweder mache ich es ganz entspannt auf der Couch mit einem Film und ein paar Snacks oder ich gehe feiern. Also genau das bin ich. Einfach nur jeder Samstag ist gleich. Netflix und chill, walla. Feiern. Also es kommt immer auf meine Laune an, es wechselt. Gar keinen Bock auf irgendwas, also einfach nur chillen. Zieht sich meistens ab. Mhm. Kandidatin 2? Also meistens bin ich bei Freundinnen zu Hause, gucken Filme. Also bist du so ein Girly Girl? So. Ja, früher war ich auch öfter feiern, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist zurzeit nicht mehr so was für mich. Okay, also eigentlich auch Party Girl so? Ja. Okay, Kandidatin 3? Ja, so ein perfekter Samstagabend ist entweder so ein Insta-Ausflug für mich oder einfach produktiv sein zu Hause alleine. Insta-Ausflug? Ja. Was ist ein Insta-Ausflug? Also ich meine so ein Ausflug zum coolen Spots, um Bilder zu machen mit ein paar Outfits. Verstehe. Bits oder so, ein bisschen Content für Instagram. Ach so. Bist du Instagrammerin? Ja, schon, ja, würde ich jetzt behaupten von mir. Wie viele Follower hast du? Ja, so 1200. Nein, du bist keine. 150. Okay, am Anfang. Ja. Kandidatin 4? Für so einen Samstag gibt es entweder... Ja, also Samstagabend, da gehe ich mit meinem Vater ein paar Bäume fällen oder mit den Jungs Rugby spielen. Ne? Die Aktion mit den Mädels, dass man einfach, wie gesagt, den Freitagabend noch verkraftet und zusammen einen Film guckt. Mädels? Oder Mädels? Hä? Oder man ist da, wo die Gästeliste am nächsten ruft. Also, ich bin kein wildes Partygirl, aber da, wo man mich haben möchte, bin ich immer gerne dabei. Ah! Ah, ja, Partygirl! Also, sie ist auf jeden Fall viel unterwegs. Mhm. Wie oft gehst du so feiern? Ich gehe eigentlich, also wirklich, wenn es hochkommt, vielleicht
Zweimal im Jahr. Okay, basierend auf diesen Aussagen musst du jetzt eine Person rauswerfen. Ich glaube, ich wähle... Mich wundert es aber auch, dass sie schon die ganze Folge diese Pose einhält. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Vorteil hat auf der Kamera, ob ihr Becken dann irgendwie für sie attraktiver aussieht, aber wie kannst du die ganze Folge so stehen? Ich könnte das niemals. An dieser Pose, Mädels, was für einen Vorteil hat das, wenn man so steht? Die Nummer 4 raus. Oh, ja, endlich, Alter, ja. Keine Lust auf Party mit ihr? Keine Lust auf Party. Ich bin lieber zu Hause. Mann. Oh, sollen wir das wissen? Keine Ahnung, seid doch Mädchen. Ja. Okay. Mann ist so kleiner, boah, stimmt. Kandidatin 4, du kannst dann hervorkommen. Hey! Hi. Hallo. Audhu billah, tövbe, tövbe, estağfurullah, tövbe, estağfurullah. Boah, Bruder, was ist das denn, Alter? Ui, 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 yo. Na, alles gut? Ja, ich lebe noch. Es war eine harte Niederlage jetzt, Rita, okay. Sag ich dir, wie es ist. Aber boah, wisst ihr, woran man merkt, dass das abgemacht ist? Weil die sich nicht umarmt haben. Der hat safe gesagt, ich will die nicht umarmen zum Schluss. Okay, tut mir leid. Ja, aber stabil. Aber du auch. Komm her. Hat's Spaß gemacht? Bisher ja. Okay. Gut, freut mich. Ich feiere halt nicht so gerne, ne? Ich bin lieber zu Hause. Wir können auf die Games mit Gästeliste gehen. Ist gar kein Ding. Ich krieg's da rein. Games bin ich leider auch nicht. Da habe ich was zu tun. Boah, der Arme, der versucht noch. Bruder. Ja, dann. Nein, aber danke, dass du da warst. Schade. Schade. Naja, keine große Liebe. Tja, aber wähl die richtige von denen. Okay, mach ich. Ciao, ciao. Tschüss. Wer ist denn die richtige? Das. Oh, Bruder. Das werden wir jetzt erfahren. In der nächsten Runde hast du eine weitere Frage. Die erste Frage ist, hattet ihr schon mal was mit mehreren gleichzeitig? Kandidatin 1, hattest du schon mal 3er, 4er, 5er, 6er? Nein, hatte ich nicht. Und ich bin auch eher so, dass ich eine Beziehung zu jemandem aufbauen muss. Also es muss nicht Liebe sein, aber es muss schon sich wohlfühlen sein. Und deswegen könnte ich das, glaube ich, nicht. Oh, cute. Okay. Ich finde das süß. Geschlechtsverkehr ist etwas so, das ist etwas Besonderes. Okay, heutzutage jetzt nicht mehr so, aber für mich ist es immer noch besonders. Deswegen bin ich nicht so ein Typ für so 3er oder 4er oder so. Okay. Kandidatin 3. Drei, hattest du schon mal 3er? Hatte ich leider noch nicht, aber ich bin sehr hyped auf ein 3er mit 2 Typen. Das ist so mein größter Traum. Was? Ach, warte mal. Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Nicht. Oh. 1, hattest du schon mal 3er? Ach so, ich habe die Frage überhört. Deswegen. 4er. Nicht. Oh, cute. Okay. Oh. Ich eine Beziehung zu jemandem aufbauen muss. Also es muss nicht Liebe sein, aber es muss schon sich wohlfühlen. Okay. Im Sexleben meine ich. Hast du schon mal 3er? Hatte ich leider noch nicht. Okay. Also ich habe die Frage am Anfang gar nicht verstanden. Okay. Aber ich bin sehr hyped auf ein 3er mit 2 Typen. Das ist so mein größter Traum. Wen? 2 Typen oder 2 Türken? Was? So im Sexleben meine ich. Ach, das ist dein größter Traum? Aber so mein nächstes Ziel? So nächstes Achievement so in deinem Leben? Ja, genau. Also, wenn du einen Mann kennenlernen tust und ihn daten möchtest, ich weiß nicht, ob die richtige Antwort lautet, oder die richtige Antwort wäre, dass du sagst, ich möchte einen 3er, 4er, 5er, was auch immer. Hey, ich find's voll legitim. Die anderen beiden waren halt so mega cute. Ja, ich bin ehrlich. Bonetio! Voila Bonetio!
Voll legitim. War das denn nicht, Julia? Voll cute. Cute ist... Ich weiß, was zu tun ist, von daher wieso nicht. Was ist denn deine Erfahrung? Nee, auch noch nicht. Und würdest du gerne? Also, okay. Also, vielleicht, aber noch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, gerne. Ich, auf Grundlagen der Antworten, würde ich die Nummer 1, glaube ich, rauswählen. Du kannst wieder nach vorne kommen. Du kannst wieder nach vorne kommen? Was heißt denn wieder? Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ach ja. Mann. Gefällt mir. Dankeschön. Sieht süß aus. Jetzt bin ich leider raus. Eine schöne Brille. Ja, danke schön. Einfach so eine Lisa. Aber danke, dass du da warst. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Super. Setz dich aufs Sofa. Ach, die sah so süß aus. Ja, wirklich sehr süß. Die sah so süß aus. Sehr lieb. Okay. Du hast zwei wunderschöne Frauen im Finale. Ja. Du hast gut ausgewählt, finde ich. Finde ich auch. Du hast jetzt eine Frage noch und dann hast du deine große Liebe gefunden. Und ich erwarte eine Hochzeit. Habt ihr irgendeinen Fetisch? Und wenn ja, was für einen? Also was ich attraktiv finde, sind große Hände. Ich hab kleine Hände. Und... Ja, also... Was soll man sagen? Wenn ich jetzt raten müsste, für wen er sich entscheidet, das könnte ich vielleicht nach dem Fetisch... Ja. Kandidatin 2? Also 3 habe ich schon gesagt und dann noch eine Sache, wenn so jemand von der Seite zuguckt, wie ich das mit einem anderen mache. Ah! Ja, oder einem Safe die Linke, Bruder, die ist ja zu, die ist ein bisschen zu wild, Digga, die ist zu wild unterwegs. Das finde ich sexy, das macht mich an. Ja, ne, das ist auf jeden Fall eine Frau fürs Leben, ha? Also muss nicht sein. Bist du dir sicher, dass du das Video nicht geguckt hast? Ich schwöre bei Gott, ich habe dieses Video vorher nicht gesehen und ich wusste nicht von Anfang an, wer wann rausfliegt oder wer es wird. Aber es ist doch offensichtlich, wenn Riton da ist, ne? Und der auf diese sexuellen Themen gar nicht so krass drauf eingeht, Dreiermeier, dies, das. Ist doch klar, dass die Rechte rausfliegt. Alter, guck mal, wie die redet. Nein, wie gesagt, aber wenn es einmal klappt, so nicht geplant, sondern einfach so klappt, dann ist es halt cool. Was? Hätte ich nichts dagegen. Jetzt sei halt nicht so brüde. Könntest du das? Könnte ich das? Mhm. Aber klar, nach Absprache mit einem Partner. Wenn es ein Kollege ist von mir, dann glaube ich schon. Du könntest es mit einem Kumpel eher als mit einem Random. Ich glaube schon. Boah, das könnte ich nicht. Ich glaube lieber so, mit einem Random. Ist gut gerade, ist alles stabil. Sich gut nachfragen. Sich gut aus. Mach ein paar Bilder. Nee, okay. Alter, was? Okay, ja. Cool. Auf dieser Basis musst du jetzt eine rauswählen und damit hast du deine Gewinnerin. Okay, ich glaube. Du glaubst. Es ist schwierig. Ihr seid beide, wie soll man sagen, sehr verschieden. Mhm. Aber das ist gut, weil wenn ihr jetzt gleich werdet, wäre es lang. Naja, also optisch gesehen eigentlich nicht so verschieden. Langweilig, ihr seid sehr verschieden. Aber ich glaube. Ich glaube, beide sind Quatsch. Alter. Dieses Mal gehe ich eher in eine andere Richtung und ich würde sagen, ich wähle die Nummer 1 raus. Du darfst hervorkommen. Wallah, krass, ich dachte, der wählt die Rechte raus, oh mein Gott. Ich verstehe nicht, wenn ich sage, die Rechte fliegt safe raus, warum schreiben dann Leute, und du bist dir sicher, du hast das nicht gesehen? Das macht doch keinen Sinn. Ich schwöre, ich habe erhofft, dass jetzt die Rechte rausfliegt, die bin schwarz. Hallo. Hi. Hi. Hi, wie geht's, alles gut? Ja, dir? Auch. Süß. Du bist danke. Hübsch. Du auch. Dankeschön. Bitteschön. Tut mir leid, dass es leider nicht gereicht hat. Alles gut. Aber... Ich sag mal so, ihr seid beide auf... Wollte dich verwirren, aha. Eure eigene Art und Weise schön. Ach, wie süß. Und jeder ist perfekt, auch jeder, der hier war. Ihr seid alle auf eure Art und Weise gut, so wie ihr seid. Und das ist alles hier sehr oberflächlich. Ach, wie süß. Wie er versucht, Pluspunkte zu machen. Ich versuch's irgendwo zu retten, ein bisschen. Oh, dann weint die Rechte gleich. Ciao, ciao. Ciao. Bist du bereit für deine Traumfrau? Ich bin bereit für meine Traumfrau. Gewinnerin, ich hoffe, du weißt, worauf du dich gerade einlässt. Wie heiße ich?
Weil es nur für ich heiße. Der war gut. Das war unangenehm. Ja, ich weiß, wie die heißt. Die hieß N. Das war doch die mit dieser hier, Chinesen. Hast du mit Reis? Aber war gut gekontert. Ja. War gut gekontert. Das ist schon mal. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ah, ich bin Let's nervös. Let's go. Okay. Die Gewinnerin kann jetzt hervorkommen. Man sieht die Enttäuschung in Retons Gesicht. Einfach russische Omala. Hi. Hi. Ist alles gut? Ja, bei dir? Auch. Cute. Ein Dreier? Ich hab... Boah, der Junge ist ja auf jeden Fall richtig... Der Reton, der hat auf jeden Fall seinen Turbolader. Der hat zu viel Ladedruck, Digga. Ui, 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 ui. Wie oft will der die noch mal? Freunde, ich hab noch Freunde. Also, ich mit zwei Typen. Ah, ach so. Das lässt sich regeln. Tschüss. Ciao, ciao. Boah, Bruder. Ey, wenn der Reton das ernst meint, ne? Wenn der das ernst meint, ne? Bruder. No comment, das war's. No comment.